Seid gegrüßt, heute ist der 3. Dezember und ich begrüße euch zu meinem Best of Filme 2016. Ja, ich habe hier mal 10 Filme herausgesucht, die ich 2016 gesehen habe. Alphabetisch sortiert, damit es keine Streitigkeiten gibt, weil ich könnte die auch nicht bewerten, ist es einer so gut wie der andere. Ich würde mal sagen, los geht's nach dem Intro mit dem ersten von den 10 Filmen. Ja, los geht's. Ihr seht, vielleicht seht ihr es nicht, aber vielleicht seht ihr schon. Hier im Hintergrund läuft auch schon der Upload für ein vorproduziertes Adventskalender-Türchen. Ja, ich mache hier vieles gleichzeitig, aber los geht's mit dem ersten Film Alice im Wunderland 2 hinter den Spiegeln. Ja, Alice im Wunderland, für alle, die es nicht wissen, mit Johnny Depp und vielen weiteren wunderschönen Schauspielern. Mir hat der Film sehr gut gefallen, Alice im Wunderland. Ich habe den ersten auf DVD zu Hause gesehen, ich glaube damals sogar auch im Kino. Und der zweite im Kino dann 2016 hat mich sehr überrascht. Er hat meine Erwartungen sogar übertroffen. 26. Mai 2016 in die Kinos gekommen. Ja. Mitgespielt unter anderem in den Hauptrollen Johnny Depp, Mia Wasikow und so weiter, der Name ist nicht ganz eingeblendet, Anna Hathaway, Sacha Baron Cohen und Helena Bonham Carter in den Hauptrollen. Helena Bonham Carter, wie immer wundervoll als die Rote Königin. Anna Hathaway, immer noch die Beste in Sachen Weiße Königin. Ja. Johnny Depp als der Hutmacher, genauso verrückt wie im ersten Teil, sogar noch verrückter, muss man sagen, um ein bisschen zu spoilern. Ja, ich habe den Film einfach geliebt mit der neuen Figur, die Sacha Baron Cohen spielt, der eigentlich ein Comedy-Star ist, den man als Comedy-Star aus Der Diktator kennt. Und aus Borat und Brünat oder so ähnlich, daher kennt man den, hat in dem Film Die Zeit gespielt, oder genau genommen Derzeit. Ja, ein wunderschönes Stück, was darum handelt, wie der Hutmacher, gespielt von Johnny Depp, sozusagen, Ella, störst du mich mal nicht während meiner Aufnahmen? Wär ganz lieb, okay? Ja, danke. Ja, wo war ich? Der reist in der Zeit, um den Hutmacher zu retten und ihn halt dazu zu bringen, nicht wahnsinnig zu werden. Ja, ein wunderschöner Film. Ich hab ein bisschen gespoilert. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, lohnt sich anzuschauen. Gehen wir zum nächsten Film rüber. Angry Birds, in der Film. Am 12. Mai 2016 in den Kinos erschienen. Ein kleiner Animationsfilm. Auch auf meiner Top 10 mit drin. Obwohl
Es war ein Wackelkandidat, kann ich mal sagen, weil Angry Birds, er hatte schon was drauf, der Film. Also er war lustig, für meinen Begriff, also für meinen Humor. Und ja, gut animiert, aber, jetzt kommt das Aber, er hatte so noch ein bisschen Luft nach oben hin. Ja, er war zwischenzeitlich sehr flach an manchen Stellen und ja, sehr flacher Humor und ja, eine wundervolle Besetzung in dem englischen Cast. Ja, synchronisiert haben unter anderem Peter Dinklage. Man kennt ihn aus dem aus den der Serie Game of Thrones. John Gadd, Jason Sudeikis, Bill Hader und viele andere haben die amerikanische Synchronisation gesprochen. Ja, die deutsche Synchronisation war auch nicht so schlecht. Die habe ich hier gerade nicht bei mir. Der YouTuber Concrafter hat dort eine Einsatzrolle übernommen. Einsatzrolle, also nicht Einsatzrolle, sondern ein gut animiert, wie gesagt, unbedingt sehenswert. Einmal muss man den gesehen haben, aber kein zweites Mal. Also, ja. Ich fand ihn persönlich nicht so prickelnd. Also kein Film, der in Erinnerung bleibt jetzt so wirklich. Also die Handlung ist ein bisschen schwächlich und ja, kann man gucken, wie gesagt, aber nicht mein Favorit dieses Jahr. Ein Film, der aber im Hinterbewusstsein bleibt. BFG, The Big Friendly Giant. 21. Juli 2016 in die Kinos gekommen. Mit ebenfalls wunderbaren Synchronsprechern und Schauspielern. Es ist so ein bisschen ein Film, der beides verbindet. Animation und Schauspiel. Also es wird Spielfilm und Animation verknüpft und wunderschön, muss ich wirklich sagen, wunderschön dargestellt. Wunderschöner, fantastischer Film. Ein bisschen leichte Ähnlichkeiten mit Alice im Wunderland. Das Mädchen, was nachts aus dem Bett steigt. Um Mitternacht, was bei ihr um 3 ist und aufs Fenster geht und einen Riesen entdeckt und von dem Riesen ins Riesenland entführt wird und in diesem Riesenland gibt es Big Friendly Giants und nicht so Friendly Giants, also weiß nicht, wie sie im Film hießen, aber da gibt es böse Riesen und gute Riesen. Und ja, dieser eine gute Riese, der eine von den sieben gibt es, glaube ich, noch da. Es gibt sieben insgesamt, sechs sind böse und einer ist gut. Ich kann mich auch täuschen, ich weiß nicht, wie viele es noch sind, aber dieser eine ist gut, die anderen sind böse. Die Aufgabe ist es, von den Giants die Träume zu fangen und es den Kindern und auch Erwachsenen, den Menschen zu bringen, während sie schlafen. Und ja, die bösen Riesen möchten halt möglichst viele Albträume fangen und den Schlaf der Menschen stören und der BFG muss halt ganz alleine gegen diese Riesen kämpfen und hat's auch nicht ganz leicht so gegen die großen. Er ist nämlich ein bisschen kleiner, er ist ein bisschen kleinwüchsig für einen Riesen und ja, freundet sich dann mit Sophie an und es kommen ganz wunderschöne Szenarien mit BFG und Sophie zusammen und so ein Fantasy-Abenteuer für groß und klein.
Der nächste Film, den ich in meinen Top 10 aufgenommen habe, ist Central Intelligence. Eine Action-Komödie. 16. Juni 2016 in die Kinos gekommen mit Dwayne Johnson und Kevin Hart in den Hauptrollen. Ja. Ich fand den Film überraschend gut, dafür, dass ich mit einer sehr, sehr, sehr niedrigen Erwartung in den Film gegangen bin. Oh, ich habe ihn mir damals mal angeguckt, so als Zeitvertreib. Ich wollte mal so einfach was zu gucken haben. Ich bin einfach mal ins Kino geguckt, gegangen, guckst du dir irgendeinen Scheiß an und hat meine Erwartungen übertroffen um weites. Ja, ich habe den Film geliebt. Lustig bis zur letzten Szene, von Anfang an bis zur letzten Szene. Man lacht durchgehend, also wenn man mal was braucht zum Lachen und mal wieder ein bisschen durchatmen möchte und mal ein bisschen mehr Lebensgeist sammeln will, dafür ist Central Intelligence der richtige Film. Action ist auch immer mit dabei. Ja. Eine Action-Komödie mit Klasse. Ja. Hoch auf meiner Top-10-Liste vertreten. Ja, muss ich glaube ich nicht viel dazu sagen. Lohnt sich anzugucken. Ist kein Fehler, sich den zu kaufen. Weiter mit dem nächsten. Der nächste Film ist ein deutscher Film, der am 8. Oktober 2015 in die deutschen Kinos kam. Ja. Er ist wieder da. Den habe ich dieses Jahr auf DVD geguckt. Im Kino habe ich ihn damals auch geguckt, aber ich habe ihn mir dann natürlich bald gekauft und 2-3 Mal geguckt. Eine wohl sehr satirische Komödie. Sehr schwarzer Humor auch. Sehr oft. Aber ihr wisst ja, schwarzer Humor ist mein Gebiet. Die Schauspieler Christoph Maria Herbst und Oliver Masucci in der Hauptrolle. Oliver Masucci als der Werte Führer, also Führer mit A. Ja, es ist ein heikles Diskussionsthema. Ich bin aber der Meinung, man sollte sogar sehr über so ein Thema lachen, weil es ist. Man muss immer über die Vergangenheit ein bisschen lachen können, weil sonst holt sie einen ein und überrumpelt einen. Ich will keinestenfalls über die Opfer des Nationalsozialismus lachen. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Das würde mir auch nie in den Sinn kommen. Aber schaut euch diesen Film an, unbedingt, wenn ihr den in die Finger kriegt. Es spielt auch nicht in der damaligen Zeit. Es hält sich aus der damaligen Zeit raus. Und das finde ich gut an dem Film. Es geht darum, wie Adolf Hitler im Berlin des 21. Jahrhunderts wieder aufwacht und sich mit den heutigen Begebenheiten zurechtfinden muss. Er muss mit dem Internet zurechtkommen, er muss mit der Technik zurechtkommen, die es damals noch gar nicht gab. Er muss mit den komplett anderen Menschen zurechtkommen, die sich total geändert haben und die ganze Welt passt seinem damaligen Weltbild, was er damals kannte, gar nicht zusammen und
Er benimmt sich einfach wie der letzte Trottel und er kommt einfach nicht mit dem 21. Jahrhundert zurecht und ja, stolpert von Ungeschick zu Ungeschick und reitet sich dabei selbst in die Kacke und ja, er versucht halt sich ein neues Imperium im 21. Jahrhundert aufzubauen und wieder an die Macht zu kommen. Deshalb der Film Er ist wieder da. Der Titel Er ist wieder da. Ja. Er schafft es dann mit den Medien, mit den TV-Programmen und TV-Sendungen wieder an Bekanntheit zu gewinnen. Doch die Leute halten ihn für einen Komiker, für einen Hitler-Nachmacher und ja, nehmen ihn nicht ganz ernst und ja, dadurch gewinnt er an Macht und kann durch diese Masche nach oben gelangen. Es ist auch ein Film, der wirklich nah ans Herz geht und wirklich einem in manchen Momenten zeigt, den Spiegel vorhält und sagt, ja, worüber lachst du gerade? Dann gibt es gerade Momente, dann gibt es dann Momente, wo man sich denkt, ja, lach ich jetzt über ihn oder lach ich mit ihm? Da gibt es dann ja ein sehr sozialkritisches Filmchen von Oliver Masucci übrigens wunderbar gespielt. Das hat Christoph Maria Herbst niemals so gut hingekriegt. Schaut euch das an. Ein geiler deutscher Schauspieler, der Oliver Masucci als Adolf Hitler hier. Ja, kommen wir zu keinem besseren Film. Naja, doch, es ist ein besserer Film, aber im Ranking, aber es ist kein besseres Thema, es ist ein genauso. Schlimmes Hintergrundthema. Die Rede ist von The Green Mile. Rausgekommen sehr, sehr früh am 10. Februar 2000. Ja, ich habe den mir letztens auf DVD gekauft, habe den zufällig mal in einem Regal gesehen und der Film hat mich wirklich mega überrascht. Der ist, glaube ich, auch vor ein paar Monaten im Fernsehen gelaufen. Ja. Nach einer Story von Stephen King. Ja. Tom Hanks als Hauptrolle. Ja. Es handelt von einem Gefängnis, in dem die Insassen darauf vorbereitet werden, hingerichtet zu werden, die Todesstrafe zu empfangen und auf dem elektrischen Stuhl, ich sag mal, gerüstet zu werden. Und das zeigt die Rolle des Gefängniswärters und Gefängnisbesitzers, also er ist der höchste Leiter dieses Gefängnisses, Paul heißt der, und der hat halt die Regie sozusagen über diese Zellen. Und eines Tages kommt John Coffey, ein Neger, wie es in diesem Film heißt. Es spielt in den 1930er Jahren. Der Begriff Neger ist da nicht ganz so unüblich. Ja. Und dieser Michael Clark Duncan gespielter John Coffey stellt sich halt als Unschuldiger heraus. Und ja, der Kampf geht darum, was machen wir nun mit einem unschuldig verurteilten Menschen. Und ja, ein episches Drama um die Beziehung, die dann zwischen den Wärtern und dem Gefangenen John Coffey entsteht.
Und ja, ein sehr packendes Drama. Unbedingt gucken. Lohnt sich. Mehr als jeder andere Film, würde ich sagen. Mich hat es total mitgerissen. Der Film. Ja, kommen wir zum nächsten Film. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ab 17. November 2016 in den Kinos erschienen, aktuell noch am Laufen. Ihr könnt ihn euch im Kino angucken, wenn ihr in die Kinos geht. Ja. Eine wunderschöne Fortsetzung von Harry Potter. Es ist sozusagen der 8. Harry Potter Teil. Es ist nicht direkt der 8. Harry Potter Teil. Es ist ein Buch von Harry Potter. Vielleicht habe ich es hier hinten im Schrank. Nein, vergeben. Ja, es ist ein kleines Heftchen, was die in der Zaubererwelt... Vielleicht kann ich es hier mal einblenden, vielleicht hat er mal ein Bild. Requisit aus dem Film, was von J.K. Rowling geschrieben hatte, es ist sozusagen eine Art Duden, der ein Lexikon der Tierwesen, hier in 5 Teile auf. Ich bin überrascht, wie die das in 5 Teile aufteilen werden. Letztens ist der erste Teil rausgekommen. Der erste Teil ist im Kino. Kann man sich angucken. Ich persönlich, persönliche Meinung ist, er ist besser als die anderen 7 Harry Potter Teile. Und damit lege ich eine hohe Latte. Er ist auch meiner Meinung nach besser als Tribute von Panem. Und auf meiner Top 10, das kann ich sagen, der beste, also Platz 1, er hat mich einfach überwältigt. Ich bin mit einer sehr hohen Erwartung ins Kino gegangen zu diesem Film. Da ich ein großer Fantasy-Fan bin und von der Harry Potter-Reihe sehr überwältigt war. Das war eine großartige Reihe, die ich sehr geliebt habe. Und hatte eine hohe Erwartung und eine hohe Meinung von diesem Film und ja, er hat einfach ganz hoch meine hohen Erwartungen übertroffen. Ja, vorletzter Film, Star Trek Beyond, der kam Anfang dieses Jahres raus, um genau zu sein, am 21. Juli 2016. Star Trek Beyond, ein richtig epischer Film mit Starbesetzung von Simon Pegg und über Chris Pine, Zachary Quinto und vielen anderen Figuren. Ich halte ja persönlich nicht viel von Star Trek. Ich bin ja ein Star Wars Fan. Für viele macht das keinen Unterschied, aber ja, der Film, hier, ich kann das nicht hier mit dem, ich muss da hier in hier festhalten, hier. Lebe lang und in Frieden war das hier, so zack. Ja, es geht wie immer um die Raumschiff Enterprise, die auf ihrer Mission durch die Galaxis neue Welten erforscht und ja, ich will dazu auch gar nicht so viele Worte verlieren. Der Film Star Trek Into Darkness mit Benedict Cumberbatch, das war der Vorgänger, der hat mir auch sehr gut gefallen. Star Trek Beyond hat das nur noch getoppt. Die neuen Filme von Star Trek haben mir sehr gefallen. Die alten gefallen mir nicht so sehr, aber von den neuen bin ich fast ein Fan. Also zumindest von Star Trek Beyond und Star Trek Into Darkness. Beides gute Filme, Star Trek Beyond. Dieses Jahr im Kino. Sehenswert. Muss man gucken. Als Fantasy-Fan, als Science-Fiction-Fan, gerade als Science-Fiction-Fan, kommen wir zum letzten Film,
Da habe ich schon ein bisschen bei angeeckt, gerade eben. Die Rede ist von Star Wars, das Erwachen der Macht. Ich habe das Lego-Spiel bereits auf meinem Kanal Let's Played. Ja. Mit einer richtig geilen Besetzung. Harrison Ford war wieder mit dabei, der in Star Wars 1 bis 6 auch schon Han Solo gespielt hat. Hat jetzt wieder den alten Han Solo gespielt. John Boyega und Daisy Ridley als neue Charaktere. Carrie Fisher als Leia Organa und Adam Driver als Kylo Ren. Viele, eine große Starbesetzung, viele gute Schauspieler. James Bond, der Schauspieler von James Bond, hat da als Stormtrooper eine kleine Nebenrolle gespielt. Andere großartige Schauspieler, Simon Pegg war da, glaube ich, auch noch mit dabei, hat in einem Kostüm gesteckt und hat dann eine Rolle gespielt. Ganz große Leute haben dort Nebenfiguren gespielt. Ja, worum es geht, muss ich glaube ich nicht mehr sagen. Worum der Film handelt. Es hat ihn fast jeder gesehen. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, auf meinem Kanal, die Lego Let's Play-Reihe, Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. Schaut da unbedingt rein. Da bemerkt man auch ein bisschen was von der Handlung. Austausch in den Kommentaren. Ja, dann war's das mit dieser Top 10. Ich glaube, ich habe keinen Film vergessen. Das waren, glaube ich, alle 10. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Links ist hier noch ein Video von einem nicen Let's Player verlinkt. Rechts ist ein Video von mir selbst verlinkt. Ich weiß, ihr habt euch wohl.